Hallo Fußballfreunde, in unserem Video möchten wir euch zeigen, was man alles beim privaten Public Viewing beachten muss. Wenn wir zu Hause mit Freunden im größeren Rahmen ein Public Viewing veranstalten möchten, gilt es ein paar Dinge zu berücksichtigen. Welche Komponenten brauche ich überhaupt für das Public Viewing? Wie baue ich es richtig auf? Wie verbinde ich die Komponenten? Zum Schluss möchten wir euch zeigen, wie es aussieht, wenn man mit zu geringer oder sogar ohne Verdunklung arbeitet. Wir wünschen euch viel Spaß beim Video und hoffen, ihr könnt einige Anregungen für euer Public Viewing mit nach Hause nehmen. Schauen wir uns nun die Komponenten für unser Public Viewing an. Damit wir den Beamer auch draußen nutzen können, müssen wir natürlich für eine Verdunklung sorgen. Hier bietet sich ein dunkler Pavillon an, der mit drei Seitenteilen versehen und somit an drei Seiten geschlossen sein sollte. Die Größe des Pavillons sollte 3x3 Meter betragen, damit wir auch eine 2 Meter Leinwand vernünftig darin unterbringen können und der Abstand, den wir zum Projektor haben, auch für die gängigen Projektoren ausreicht. Dann brauchen wir natürlich auch noch etwas für die Signalübertragung. Vom SAT-Receiver oder zum Beispiel vom Streaming-PC zum Beamer. Hierfür können wir je nach Entfernung ein HDMI-Kabel verwenden oder zum Beispiel auch eine drahtlose Lösung wie das Selexon WHD30M Wireless Set. Wir benötigen natürlich auch noch eine passende Projektionsfläche. Hierfür empfiehlt sich eine mobile Leinwand im Format passend zum Projektor. Wir haben zum Beispiel die Selexon Leinwand Ultramobil Plus Professional 200x150 cm verwendet. Dank ihres schmalen Fußes nimmt sie wenig Platz innerhalb des Pavillons in Anspruch. Kommen wir nun zu unserem Spielmacher. Für unser Vorhaben benötigen wir natürlich auch einen lichtstarken Beamer. Wir haben uns in diesem Fall für den Epson EB1985WU entschieden. Er bietet 4800 Ansilumen. Eine WOXGA-Auflösung, die den Full-HD-Bereich direkt mit abdeckt. Und er bietet eine Optik, die stark genug ist, um eine 2 Meter Bildbreite auf einer Entfernung von 3 Metern zu erreichen. Da der interne Lautsprecher des Beamers für ein Public Viewing im Garten meist nicht ausreicht, haben wir uns für eine gesonderte Audiolösung entschieden. In diesem Fall für den JBL Extreme. Er bietet bereits einen satten Stereo-Sound. Er verfügt über einen 3,5 mm Klinkeneingang und er nutzt ebenfalls einen internen Akku, der bis zu 15 Stunden hält. So benötigen wir für den Lautsprecher keine separate Stromversorgung. Wir benötigen natürlich auch einen Tisch, auf dem wir den Beamer und das Equipment platzieren können. Der Tisch sollte in etwa der Höhe der Leinwandunterkante bzw. der Unterkante des Bildes entsprechen. Auf der Terrasse oder im Garten benötigen wir natürlich auch noch eine Stromversorgung. Hierfür bietet sich zum Beispiel eine Kabeltrommel und eine Mehrfachsteckdose an. So, jetzt haben wir das Ganze auch in Szene gesetzt. Der Pavillon ist aufgebaut und die Leinwand hineingestellt. Der Tisch ist schon auf dem passenden Abstand zur Leinwand platziert, auf dem wir den Beamer nachher auf die Leinwand ausrichten werden. Für die Signalübertragung haben wir uns in diesem Fall für das Selexon Expert HDMI Funkset WHD30M entschieden. Dank seiner Reichweite von bis zu 30 Metern auf freier Strecke und einer einfachen Stromversorgung via Netzstrom oder USB-Strom vom PC lässt es sich leicht installieren. Ein weiterer Vorteil der Wireless-Lösung ist, dass wir kein langes HDMI-Kabel im Garten verlegen müssen, was unter Umständen zur Stolperfalle für Kinder und andere Besucher unseres Public Viewings wird. Nun verbinden wir den Receiver des WHD30M via HDMI mit dem Projektor und stellen die Stromversorgung her.
Der Transmitter des WHDN30M ist währenddessen am Notebook angeschlossen, von dem wir das Signal streamen. Die Stromversorgung wird in diesem Fall vom Notebook mit übernommen. Nachdem wir den Receiver des WHD30M mit Strom versorgt haben, folgt nun der Projektor. Kommen wir jetzt zum Sound mit dem externen Lautsprecher. Da der Epson Beamer über einen 3,5 mm Klinken-Audio-Ausgang verfügt, können wir ihn direkt via Klinkenkabel mit dem JBL Extreme verbinden. Das Audiosignal, was wir per HDMI an den Projektor zuspielen, wird auf diesem Weg einfach hindurchgeschleift. Nun haben wir alles angeschlossen und mit Strom versorgt, bringen das Bild vom Laptop an den Transmitter, vom Transmitter per HDMI an den Projektor und dann das Audiosignal vom Projektor an den Lautsprecher. Und wie wir sehen, bietet das Ganze eine hervorragende Bildqualität, wenn man bedenkt, dass es sich um einen Public Viewing Aufbau draußen im Garten bei hellem Licht handelt. Wir haben für euch auch zwei Worst-Case-Szenarien aufgebaut, wo man erkennen kann, wie man es nicht machen sollte. Hier haben wir zum Beispiel einmal den Pavillon ohne Seitenwände platziert. Wie wir sehen, das Bild ist sehr flau und die Leinwand ist stark dem Wind ausgesetzt. Jetzt seht ihr ein Splitscreen-Bild, auf dem ihr direkt den Unterschied zwischen dem abgedunkelten Bild und dem offenen Pavillon erkennt. Kommen wir nun zu einem Szenario, auf das wir von Kunden immer wieder angesprochen werden. Der Beamer und die Leinwand werden einfach so im Freien auf der Terrasse oder dem Rasen platziert. Wie wir sehen eigentlich kaum noch etwas vom Bild, da der Sonneneinfall viel zu stark ist. Zudem ist die Leinwand dem Wind schutzlos ausgeliefert. Und in diesem Splitscreen-Bild erkennt ihr, wie deutlich der Unterschied ausfällt, wenn wir mit Pavillon arbeiten oder komplett auf ihn verzichten. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen und konnte euch sinnvolle Tipps und Hinweise für euer eigenes Public Viewing geben. Wir würden uns natürlich auch darüber freuen, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonniert, damit ihr euch auch weiterhin über die interessanten Themen der AV-Branche auf dem Laufenden haltet.